Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11, Bericht des Landesschuldenausschusses gemäß § 8 Absatz 3. Das ist über die Aufnahme und Verwaltung von Schulden des Landes Hessen, Drucksache 19/6705. Berichterstatter ist unser Kollege Norbert Schmidt. Bitte sehr, du hast das Wort zur Berichterstattung. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Landesschuldenausschuss hat in seiner 63. Sitzung am 21. August 2018 die Verwaltung der Schulden des Landes Hessen und die Führung des Landesschuldenbuches im Haushaltsjahr 2016 geprüft. Seine Erörterungen lag der Bericht des Vorsitzenden an den Ausschuss vom 4. Juli 2018, der 66. Schuldenbericht über die Prüfung des Schuldenstandes zum 31. Dezember des Jahres 2016 sowie der Verwaltung der Landesschuld im Haushaltsjahr 2016 zugrunde. Das Ergebnis seiner Prüfung für das Haushaltsjahr 2016 fasst der Landesschuldenausschuss wie folgt zusammen. Die Prüfung der Führung des Landesschuldenbuches ergab keine Beanstandungen. Tilgungen und Zinszahlungen wurden zeitgerecht und vollständig geleistet. Sämtliche Grenzen der Kreditaufnahmen, Kassenkredite, die Übernahmen von Eventualverbindlichkeiten sowie der Rahmen für Derivatvereinbarungen wurden eingehalten. Es wird empfohlen, das Meldeverfahren zur Schuldenstatistik des Statistischen Bundesamtes im Zusammenwirken mit dem Bund, den Ländern sowie der Statistikbehörden kritisch zu überprüfen. Die Pro-Kopf-Verschuldung sank 2016 zwar von 6.955 € auf 6.824 € je Einwohner. In der Rangfolge der Pro-Kopf-Verschuldung der Flächenländer fiel Hessen jedoch im zweiten Jahr in Folge weiter zurück, und zwar vom 6. auf den 7. Rang. Drittens. Der Landesschuldenausschuss berichtet über dieses Ergebnis dem Landtag nach § 8 Absatz 3 des Gesetzes über die Aufnahme und Verwaltung von Schulden des Landes Hessen vom 27. Juni 2012 und beantragt, der Landtag möge von diesem Bericht Kenntnis nehmen. Soweit mein Bericht. Ich darf anschließend, glaube ich, im Namen aller Fraktionen den Dank an den Rechnungshof, an Dr. Wallmann und Herrn Müller und auch allen anderen Mitwirkenden an dem Landesschuldenbericht aus dem Rechnungshof. Herzlichen Dank. Es ist wichtige Arbeit, die Sie für den Hessischen Landtag leisten. Das war der Bericht. Jetzt hat Herr Norbert Schmidt auch das Wort. Bitte sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich meine Rede in zwei Teile gliedern, nämlich den ersten Teil der Schuldensituation Hessens und den zweiten Teil die Diskussion um den Derivateeinsatz in Hessen. Zur Schuldensituation. Der 66. Bericht über die Schulden des Landes weist zum Jahresende 2016 Haushaltsschulden von 43,366 Milliarden € aus. Hinzu kommen Kreditverbindlichkeiten gegenüber der WI-Bank in Höhe von 2,5 Milliarden €. Ich habe es genannt, und damit liegt pro Hessen auch pro Kopf mit 8.824 € fast 1.000 € über den Durchschnitt der Flächenländer. Das stellt der Bericht auch auf Seite 63 fest. Damit steht auch fest, die CDU hat damit in ihrer Amtszeit die Schulden in Hessen nahezu verdoppelt. Ende 1998 betrug der Schuldenstand in Hessen 23,7 Milliarden €. Jetzt ist er, wie gesagt, fast verdoppelt. Hinzu kommen Verpflichtungen gegenüber der WI-Bank. Es kommt hinzu, dass auch Landesimmobilien in diesem Zeitraum in Höhe von 2,1 Milliarden € verkauft wurden, um Haushaltslöcher zu stopfen. Die traurige Bilanz der CDU in einem eigentlich wirtschaftsstarken Land lautet damit, Schulden verdoppelt, Vermögen verschleudert und Schulden pro Einwohner deutlich über den Durchschnitt der Flächenländer erhoben. Das ist leider die Absturzbilanz, Herr Minister Dr. Schäfer, für Sie. Ich komme aber zum zweiten Teil meiner Rede, nämlich der Frage des Derivateeinsatzes. Die Zeitung Welt am Sonntag hat Ende August berichtet, dass Hessen Millionen durch Derivate verzockt hat.
Sie berichtete von nicht mehr einfangbaren Mehrkosten in Höhe von 375 Millionen € durch Derivate, die im Jahre 2013 starteten. Und sie verwies auf Buchverluste in der Bilanz des Landes Hessen bei dem Derivateeinsatz in Höhe von 3,2 bzw. 4,5 Milliarden €. Dieser Bericht in der Welt führte zu drei Berichtsanträgen im Haushaltsausschuss mit über 100 Fragen, um den Sachverhalt aufzuklären. Und lassen Sie mich nach der ausführlichen Diskussion und nach den ausführlichen Antworten, die auch der Minister gegeben hat, meine Position wie folgt in 10 Punkten zusammenfassen. Erstens. Um niedrige Zinsen im Vergleich zu der bisherigen Zinsbelastung zu sichern, kann der Einsatz von Derivaten ein sinnvolles Mittel sein. Kann ein sinnvolles Mittel sein. Allerdings gibt es bei dem Einsatz von Derivaten sehr unterschiedliche Stellschrauben und Spielarten. Dies betrifft die Laufzeit, aber auch die vertragliche Ausgestaltung von Derivaten. Drittens. Derivate-Laufzeiten von 40 Jahren binden den Haushaltsgesetzgeber und die Regierung und Regierungen über einen so langen Zeitraum, dass der wirtschaftliche Erfolg oder der wirtschaftliche Misserfolg und die politische Verantwortung dafür so weit in die Ferne gerückt werden, dass eine entsprechende Kontrolle eigentlich nicht mehr möglich ist. Herr Minister, gerade Ihr Verweis auf den Einsatz von Derivate in rot-grünen Zeiten mit einer Laufzeit damals von 28 Jahren, hätte, wo es am Ende ein Verlustgeschäft gab, hätte eigentlich zu Vorsicht führen müssen für Laufzeiten, für erheblich lange Laufzeiten von Derivaten. Viertens. Zahlreiche Derivatverträge sehen eine Kündigungsmöglichkeit der Banken, der Gläubiger, nach 10 Jahren vor. Damit wird einseitig das Risiko steigender Zinsen verlagert, nämlich auf das Land verlagert. Gewinner mit diesen Optionsgeschäften können eigentlich nur die Banken sein, meine Damen und Herren. Fünftens. Die Behauptung des Ministers, ein solcher Derivateeinsatz sei vergleichbar mit Versicherungen, ist einfach ein schlicht falscher Vergleich und eine Irreführung der Öffentlichkeit. Die vom Land eingesetzten Derivate beinhalten Chancen, aber eben auch Risiken. Dass ein anderer Eindruck vermittelt wurde, führt genau zu den Veröffentlichungen wie in der Welt. Man hat den Eindruck erweckt, es werden nur Chancen damit verbunden. Man muss auch sozusagen über die Risiken sprechen. Sechstens. Es ist schlichtweg falsch, wenn die Landesregierung behauptet, sie habe eine reine Absicherung verfolgt. Bei der Befragung hat sich herausgestellt, dass das Land Hessen auch sogenannte Optionen, sogenannte Swaptions, ver- und nicht gekauft hat. Sie hat damit Stillhalterisiken übernommen. Mit reiner Zinssicherung hat das eben nichts zu tun. Siebtens. Um reine, echte Absicherung gegenüber steigenden Zinsen treffen zu können, hätte es alternative Arten des Derivateeinsatzes gegeben, nämlich sogenannte Caps. Dies wäre ebenfalls mit Kosten verbunden gewesen, aber mit einem Anspruch der Versicherung, der Absicherung. Und zudem ist fraglich, meine Damen und Herren, ob diese Absicherung, die Kosten verursacht hat, tatsächlich Kosten in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrages, über den reden wir ja, verursacht hätte. Ich komme genau zu dem Punkt. Achtens. Ich komme dazu gleich. Das ist mein neunter Punkt. Ich komme dazu. Achtens. Unrichtig ist auch die Behauptung der Landesregierung, dass die Derivatgeschäfte zum Zeitpunkt des Abschlusses bei Null starten. Wer das sagt, der lässt außer Betracht, dass es eine Marge zugunsten der Bank gibt, die dazu führen, dass das Land Hessen bei jedem Geschäft erst einmal Minus startet. Nämlich, sie muss sozusagen Gebühren, die sogenannten Bankgebühren, die kennen Sie aus dem Monopoly, die Bankgebühren zahlen. Und das muss auch ausgedrückt werden. Jetzt komme ich zu dem Zwischenruf vom Kollegen Dr. Arnold. Auf der Folie, nein, den Zwischenruf, dass es eine Augenblicksbetrachtung ist, ob diese 375 Millionen € jetzt verloren sind oder nicht. Und da muss ich sagen, ist auf der Folie 35, wo der Minister erläutert, was auch der Rechnungshof sozusagen dargestellt hat, da sind Ungenauigkeiten drin oder auch Irreführungen, die nicht korrekt sind.
Die Landesregierung behauptet, dass sich das Ergebnis dieser Betrachtung vom Rechnungshof noch verbessern könnte. Verglichen wurden aber die Konditionen bei Abschluss und die möglichen Konditionen bei Laufzeitbeginn. Um beide Zahlen handelt es sich um historische Angaben. Diese sind im Nachhinein nicht veränderlich, meine Damen und Herren. Deswegen an diesen Mehrkosten, auch wenn ein anderer Eindruck erweckt wird, diese Mehrkosten sind nicht mehr ausräumbar. An dieser Stelle hat die Welt recht. Die hat nicht an allen Stellen recht. Das haben wir diskutiert. Aber an dieser Stelle hat die Welt recht. Zehntens. Der Versuch des Ministers, dem Landesschuldenausschuss den schwarzen Peter zuzuschieben, war unredlich. Aber dieser Versuch konnte ja durch die Stellungnahme des Rechnungshofes und die Stellungnahme von Kollegen aller Fraktionen gemeinsam zurückgewiesen werden. Bei keinem einzigen Derivat war der Landesausschuss im Vorhinein einbezogen. Der Abschluss und auch die näheren Umstände, Optionen, Laufzeiten, Zinshöhe waren und sind Sache des Ministeriums. Mein Fazit lautet deshalb, wenn nur über Chancen und auch Risiken richtig einschätzt und diese auch der Öffentlichkeit ordentlich darüber aufklärt, ist vor spektakulärer Berichterstattung geschützt. Vor spektakulärer Berichterstattung und dem Vorwurf, hier ist spekuliert worden, hilft nur eins, über Chancen und Risiken auch die Öffentlichkeit korrekt und sauber aufzuklären. Der Grundsatz der Zinssicherung ist akzeptabel. Das habe ich auch persönlich immer mitgetragen. Der Grundsatz der Zinssicherung ist akzeptabel und gerechtfertigt. Das Handling, die Ausführung, die Ausgestaltung durch Minister Dr. Schäfer bleibt aber weiterhin in beachtlicher Kritik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für diese Ausgestaltung trägt alleine Minister Dr. Schäfer die Verantwortung. Das gilt es auch nüchtern, wenn man ganz korrekt und ganz genau und wirklich sauber und abwägend das, was wir erörtert haben, was wir lange und ausführlich diskutiert haben, wenn man auch die Antworten des Ministers sich genau anguckt, dieses bleibt, Herr Minister, die Verantwortung, auch dass sozusagen, wie gesagt, Laufzeiten abgeschlossen worden sind, dass Verträge mit Banken gemacht worden, die ja, sich einen schlanken Fuß am Ende machen können. Diese Konkretisierung, diese Ausgestaltung, dieses sozusagen Risiko und diese Verantwortung bleibt bei Ihnen. Die wird Ihnen auch niemand anders nehmen. Und wie gesagt, es bleibt am Ende Chancen und Risiken. Zinssicherung ist okay. Aber mit der Diskussion, mit der öffentlichen Kritik müssen Sie auch leben. Das gehört auch dazu. Ich kann nur raten, für künftige Landesregierungen kürzere Laufzeiten und wie gesagt, bei Vereinbarungen mit den Banken immer eine gewisse Vorsicht walten lassen. Denn die Banken wollen vor allem verdienen, vor allem auch am Land verdienen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Norbert-Schmidt. Das Wort hat der Kollege Dr. Walter Arnold, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kollege Schmidt hat sicherlich im ersten Teil seiner Ausführungen korrekt berichtet über die Sitzung am 21. August dieses Jahres des Landesschuldenausschusses. Wir haben festgestellt, dass die Prüfung der Landesschuldenverwaltung für das Jahr 2016 keine Beanstandung ergeben hat. Wir haben außerdem auch gehört bei dieser Sitzung, ohne die Vertraulichkeit dieser Sitzung zu verletzen, einen Bericht des Finanzministers über die Kreditaufnahmen des Landes sowie den Einsatz von Derivaten. Das war für mich die dritte Sitzung des Landesschuldenausschusses, auch in den beiden davor, in gleicher Weise, nur eben andere Haushaltsjahre. Und ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass wir in irgendeiner Weise mit Kritik dort den Einsatz von Derivaten begleitet hätten, die sehr ausführlich dargestellt worden sind. Im Gegenteil. Hervorzuheben ist, dass bei einem Schuldenstand von 42,056 Milliarden € zum 31.12.2016 die Verzinsung des Kapitalmarktportfolios, das heißt
einschließlich Derivate und Disagio einen historischen Tiefstand erreicht hat, nämlich von 2,36 %. Das ist ganz ohne Zweifel ein Erfolg der Schuldenverwaltung durch das Hessische Finanzministerium, meine Damen und Herren. Das wurde deswegen auch von den zuhörenden Abgeordneten sehr zustimmend zur Kenntnis genommen. Ein Vergleich: 2008 ein Schuldenstand von 30,5 Milliarden € und ein Zinssatz von 4,5 %, also fast das Doppelte. Bemerkenswert war auch, dass der Finanzminister vorstellen konnte, dass das wirtschaftliche Ergebnis ausgelaufener Geschäfte seit 2008 kumuliert einen positiven Saldo von 232,1 Millionen € aufweist. Auch das ein Erfolg der Schuldenverwaltung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Soweit so gut. Die jetzige Unruhe, das, was Kollege Schmidt auch vorgetragen hat, ich komme nur zu anderen Bewertungen als Sie, kam an dem folgenden Sonntag, 26.08., auf, als eine der größeren überregionalen Tageszeitungen, Kollege Schmidt hat den Namen genannt, die Welt am Sonntag, in einem groß angelegten Bericht der Hessischen Landesregierung, namentlich auch Finanzminister Schäfer, im Zusammenhang mit den durchgeführten Derivatengeschäften Spekulationen mit Steuergeldern vorgeworfen wurde. Überschrift: Hessen zockt. Und ein Zitat mal aus diesem Bericht: Bislang ist die Regierung mit dem Schlamassel unentdeckt davongekommen. Diese reißerisch aufgemachte Berichterstattung hat dazu geführt, dass plötzlich die Stimmung zu Derivaten aus meiner Beurteilung der Situation quasi über Nacht völlig umgeschlagen hat. Die Opposition forderte vehement eine umfassende Aufklärung, und das führte zu einer denkwürdigen Sitzung des Haushaltsausschusses am Mittwoch, den 5. September. Denkwürdig auch deshalb, weil ich nie zuvor eine Haushaltsausschusssitzung mit einer so höchst umfassenden, detaillierten Berichterstattung von Finanzminister Thomas Schäfer zu einem speziellen Thema erlebt habe. Ich möchte aber auch deutlich sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben da einen Thomas Schäfer erlebt, der dies sehr souverän und fachlich hochversiert absolviert hat. Minister Schäfer unterrichtete den Haushaltsausschuss in einem einstündigen PowerPoint-Vortrag über das Kreditmanagement des Landes Hessen. Anschließend wurden die Fragen beantwortet. Kollege Schmidt hat es schon erwähnt. 27 Fragen SPD, 38 Fragen der LINKEN, 44 Fragen der FDP. Zunächst möchte ich aber hier an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie im Ausschuss sehr herzlich Herrn Minister Schäfer und auch seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen danken, die in der Kürze der Zeit diesen detaillierten Bericht und auch eine präzise und klare Beantwortung der Fragen in höchst professioneller und auch verständlicher Weise durchgeführt haben. Zweitens möchte ich feststellen, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Versuch, von wem auch immer initiiert, durch diesen Artikel in der Welt am Sonntag inszeniert, dem Einsatz von Derivaten ein über Länder- und Parteigrenzen hinaus etabliertes und bewährtes Mittel der Zinssicherung in Verruf zu bringen. Dieser Versuch, meine Damen und Herren, ist kläglich gescheitert. Das möchte ich deutlich sagen. Minister Schäfer hat in seinem Bericht und der Beantwortung der Fragen seine Aussagen eindrucksvoll unterstrichen. Das hat er in einer Presseerklärung noch einmal deutlich gemacht. Das möchte ich hier wiederholen. Minister Schäfer hat gesagt, Hessen zockt nicht. Hessen spekuliert nicht, und Hessen wettet nicht. Das kann ich nur unterstreichen an dieser Stelle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich fand es, und da bin ich in einem Punkt bei Ihnen, Kollege Schmidt, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen durchaus für sehr angebracht, nach diesen aufgeregten Diskussionen der vergangenen zwei Wochen im Ausschuss uns mit dieser hochkomplexen Thematik der Zinssicherung durch Derivate zu befassen. Wir haben sicherlich alle etwas dazugelernt. Und bis auf ein paar Äußerungen der LINKEN hatte ich auch durchaus den Eindruck einer sachlichen Diskussion im Ausschuss. Als Fazit will ich für die Diskussion hier im Plenum Folgendes festhalten.
Der Einsatz von Derivaten ist keine Erfindung von Finanzminister Schäfer. Derivate sind in Hessen seit 1992 im Einsatz und werden vom Bund, von anderen Bundesländern und auch von vielen Unternehmen der Privatwirtschaft eingesetzt. Ihr Einsatz von Derivaten ist im Haushaltsgesetz § 13 und in einer mit dem Hessischen Rechnungshof abgestimmten Dienstanweisung sehr genau geregelt. Ich möchte, und ich denke, das wird keinen Widerspruch treffen, hier festhalten, dass alle Maßnahmen, die wir im Landesschuldenausschuss gehört haben, sich im Rahmen dieser gesetzlichen Vorgaben sehr korrekt bewegen. Vielen Dank für die Bestätigung. Und an dieser Stelle deswegen auch ein herzliches Dankeschön an die Fachleute des Fachreferates im Finanzministerium für eine jahrelange ausgezeichnete Arbeit, meine Damen und Herren. Der Schuldenbericht 2016 stellt wie in den Vorjahren dem Land Hessen ein gutes Zeugnis aus für sein Kreditmanagement. Und das sehen auch die unabhängigen Analysten von Standard & Poor's, die im Februar 2018 erstmals seit 13 Jahren das Rating von Hessen um eine Stufe auf AA-positiv angehoben haben und bei ihrer Ratingüberprüfung im Juli dieses Jahres das Zinsmanagement des Landes Hessen erneut und sehr klar gelobt haben. Die derzeitig historische Niedrigzinsphase verdeckt den Blick darauf, dass die Zinsen in der Vergangenheit um ein Vielfaches höher waren als zuletzt. Das Land Hessen muss seine Zinsbelastungen, und das sind, meine Damen und Herren, bei derzeit rund 40,4 Milliarden € Schulden, ca. 990 Millionen €, gerade auch im Hinblick auf die in der Verfassung verankerten Schuldenbremse gut planen können. Diese Planbarkeit ist ein ganz wichtiger Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das mögliche Zinsänderungsrisiko hat uns ja vor wenigen Wochen bei den Kommunen dazu veranlasst, dass wir mit dem Projekt Hessenkasse, da ging es um 5 Milliarden Kassenkredite, eine einschneidende Veränderung durch Gesetz zu machen, um gerade dieses Zinsänderungsrisiko für die Kommunen zu minimieren. Es wäre fatal, wenn wir uns bei dieser hohen Verschuldungssumme des Landes nicht auch Ähnliches einfallen lassen würden. Deswegen ist es nur logisch, die Risiken zu streuen, nämlich einen Teil der Zinsausgaben langfristig auf einem relativ niedrigen Niveau festzuschreiben und nicht komplett den Zinsschwankungen des Marktes auszuliefern. Und jetzt zur Situation im Jahr 2011, denn darum geht es. In diesem Jahr 2011 wurde durch Minister Schäfer mit seinen Fachleuten bei einem historischen Tiefpunkt der Zinsen, und das war damals klug und richtig, diese niedrigen Zinsen für einen Teil der Gesamtverschuldung, ca. 20%, dauerhaft und langfristig zu sichern. Diese damalige Managemententscheidung des Landes wurde von der Wissenschaft, es wurde zitiert Prof. Schlag, aber auch der Fachwelt ausdrücklich befürwortet. Das hat Minister Schäfer ausführlich berichtet, und es war klug und richtig, das damals so zu machen. Die dann einsetzt, Kollege Dr. Arnold, Sie denken an die Redezeit. Konnte keiner voraussehen. Und der jetzige negative Barwert ist eine Momentaufnahme, das durchaus mit Blick auf die Laufzeit der Zinssicherung sich entsprechend ändern kann. Deswegen meine Feststellung: Minister Schäfer hat ein hochprofessionelles Schuldenmanagement betrieben. Die vorgenommene Zinssicherung erhöht signifikant die Planbarkeit des Landeshaushalts. Vorwürfe, Zockerei und Spekulation weise ich im Namen meiner Fraktion ausdrücklich zurück. Die Arbeit wurde gut gemacht. Ich möchte, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Zustimmung des Präsidenten zum Abschluss in eigener Sache noch zwei, drei Bemerkungen machen. Nach 15 Jahren als Abgeordneter der CDU-Fraktion hier im Hessischen Landtag und nach 5 Jahren als Staatssekretär im Finanzministerium ist dies wohl jetzt die letzte Rede hier in diesem Hessischen Landtag. Ich möchte deswegen die Gelegenheit nutzen, mich herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen zu bedanken
für Freundschaft und Kollegialität, durchaus auch über Fraktionsgrenzen hinweg. Ich wünsche Ihnen allen Glück und Gesundheit. Und ich möchte eins vielleicht zum Abschluss noch einmal betonen. Bei mir hat sich eine Erkenntnis sicherlich sehr verfestigt, dass es wichtig ist, sich jederzeit gegenseitig mit Respekt zu begegnen bei aller Auseinandersetzung in wichtigen Fragen. Aber ich halte es auch für wichtig, dass in diesem Hause Kolleginnen und Kollegen mit Respekt sich begegnen. Das ist, glaube ich, unserer Arbeit angemessen. Und deswegen alles Gute, ein herzliches Glück auf und Gottes Segen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, lieber Walde. Ich möchte dir auch im Namen des gesamten Landtags ganz herzlich danken für deine Arbeit. 20 Jahre, davon einige Jahre als Staatssekretär, immer sachkundig, immer bestens informiert. Und gerade das, was du am Schluss gesagt hast, hat dich ja ausgezeichnet bei aller inhaltlichen Diskussion und Debatte, die auch mal hart sein kann in der Sache, aber immer der persönliche Umgang, das menschliche Miteinander gepflegt. Und wir sind froh, dass wir dich hier 20 Jahre lang haben dürfen, und wir wünschen dir alles Gute, auch für die Zukunft. Bleib uns gewogen und insbesondere mir alles Gute. Glück auf. So, nächster Redner ist der Kollege Jan Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Auf, willst du oder nicht? Auf. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! In den letzten Jahren da hat der Hessische Landtag den Landesschuldenbericht wohl ohne Debatte und Aussprache zur Kenntnis genommen. Der Bericht zählte wohl eher zum Pflichtprogramm als zum Gegenstand großer politischer Kontroversen. Viele von Ihnen sind ja viele Jahre, gar Jahrzehnte länger als ich hier im Hessischen Landtag und können das wahrscheinlich auch aus Ihrer Sicht beurteilen. Ich bin aber der Meinung, dass sich diese pflichtgemäße Kenntnisnahme dass sich das ändern muss und dass wir hier auch im Hessischen Landtag darüber diskutieren müssen, ob Derivate ein angemessenes Instrument sind und ob die jetzt hier diskutierten Zinssicherungsstrategien ob das sinnvolle Instrumente sind und ob es sinnvoll ist, Steuergeld dafür zu verwenden. Und da gibt es, auch unabhängig von medialer Berichterstattung, gewichtige Stimmen aus Wissenschaft und Fachwelt, die den Einsatz von solchen Instrumenten bezweifeln. Es ist also an der Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und auch für noch mehr Transparenz zu sorgen. In Pressekonferenzen und auch im letzten Haushaltsausschuss da hat der Finanzminister, Herr Dr. Schäfer, in der Reaktion auf die mediale Berichterstattung sehr ausführlich geantwortet, sich sehr ausführlich mit der Thematik auseinandergesetzt. Und er hat sich viel Mühe gegeben, einen Eindruck zu erwecken, dass mit der Schuldenverwaltung hier in Hessen, so wie es Herr Dr. Arnold auch getan hat, alles in bester Ordnung sei. Und ein Teil dieses Bildes war die Darstellung, zu sagen, na ja, es könnte sein, dass ein paar der Derivatgeschäfte 2011 vielleicht nicht optimal gelaufen sind. Aber eigentlich kann man noch jetzt nicht beurteilen, ob überhaupt ein Schaden entstanden sei. Und mit dieser Darstellung will ich mich schwerpunktmäßig auseinandersetzen. Aber der hessische Finanzminister, so wie wir ihn kennen, ist ja immer um ein gutes Bild bemüht. Wir denken an die eierlegende Wollmilchsau. Mit Kängurus hat er es ja nicht so, wie wir gestern gemerkt haben. Er hat jetzt nun das Bild der Zinssicherung, der Zinsversicherung entdeckt. Und Herr Finanzminister, Sie behaupten, das Land hätte unter Ihrer Verantwortung 2011 entschieden, historisch niedrige Zinsen für Jahre zu sichern, ja, die Landesschulden zu versichern. Sie hätten eine Art Versicherung abgeschlossen. Und mit Verlaub, diese Darstellung die halte ich für falsch. Die Forward-Payer-Swaps
die Sie abgeschlossen haben, sind keine Versicherungen. Sie haben schlicht das Risiko steigender Zinsen gegen das Risiko sinkender Zinsen getauscht. Das ist ungefähr so, und ich möchte in den Bildern des Finanzministers bleiben, und das Bild eines, der immer das, auch das Bild eines Häuslebauers bemüht, als hätten Sie mit Ihrem Nachbarn eine Wette abgeschlossen. Er zahlt Ihren Schaden, wenn es brennt. Sie zahlen im Gegenzug seinen Schaden, wenn der Sturm sein Haus beschädigt. Ich hoffe doch, Herr Dr. Schäfer, dass Sie als Hausbesitzer sich auf ein solches Geschäft nicht eingelassen hätten. Denn ein solches Geschäft, das ist eine Wette. Und für uns bleibt es dabei, dass Zinsderivate eben keine Versicherungen sind, Herr Dr. Arnold, sondern eine Wette. Das zweite Argument, mit dem Sie versuchen, die Öffentlichkeit, ich will es geflogen und parlamentarisch ausdrücken, überzeugen, ist, dass niemand in die Zukunft schauen könne und man sich schließlich nur daran gehalten hat, was damals alle so gedacht und geglaubt haben, nämlich, dass die Zinsen historisch niedrig seien. Und jetzt an dieser Stelle ein Einschub. Wenn Sie behaupten, Sie wollten sich das vermeintlich historische Zinstief und das niedrige Zinsniveau sichern, ja, warum gibt es denn dann ein einseitiges Kündigungsrecht für die Banken? Das ist doch eine einseitige Verlagerung des Risikos auf das Land und ist nicht für das Land, Herr Kollege Schmidt hat darauf hingewiesen, sondern vor allem für die Banken ein gutes Geschäft. Aber zum Thema historisches Zinstief haben die Berichte des Landesrechnungshofs, und an dieser Stelle gilt natürlich auch mein Dank den Kolleginnen und Kollegen des Landesrechnungshofs, dem Präsidenten, den Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube übrigens, der beste Dank wäre, sich intensiver mit dem zu beschäftigen, was Sie analysieren. Die haben nämlich einen Bericht geschrieben, den 60. Landesschuldenbericht. Der hätte viel mehr Aufmerksamkeit vom gesamten Parlament verdient. In diesem Bericht mit einem Ausblick auf das Jahr 2011 heißt es, die letzten Jahre erreichten immer ein historisch niedriges Zinsniveau. Somit bleibt auch ein Forward-Payer-Swap bei einem zum Abschlusszeitpunkt günstigen Zinsniveau spekulativ. Tatsächlich sind die Zinsen in den letzten Jahren tendenziell weiter gesunken. Das ist die Analyse des Rechnungshofs und nicht der LINKEN. Spekulativ. Auf die Möglichkeit weiter sinkender Zinsen wurde also explizit hingewiesen. Noch deutlicher ist der Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg, der in seinem Jahresbericht 2016 schreibt, Zitat, wie schon im Vorjahr weist der Rechnungshof darauf hin, dass sich durch Derivatgeschäfte nur Geld sparen lässt, wenn man dauerhaft schlauer als der Finanzmarkt ist. Der Rechnungshof geht davon aus, dass dies weder gelingen kann, noch eine Wette darauf sinnvoll ist. Das heißt also, nicht nur DIE LINKE, sondern auch der Rechnungshof Hamburg hält Derivatgeschäfte für eine Wette und eben nicht für Versicherungen, meine Damen und Herren. Geld lässt sich damit langfristig überhaupt nicht sparen, aber im Gegenteil, die Gefahr ist groß, dass das Land hier viel Geld verlieren kann. Und da sind wir jetzt bei der dritten, da sind wir jetzt beim dritten Punkt Ihrer Argumentation, dem wirtschaftlichen Ergebnis der Geschäfte. Im Landesschuldenausschuss, im Haushaltsausschuss und auch auf den Pressekonferenzen sind immer wieder Grafiken gezeigt worden, anhand derer Sie sagen, dass der Einsatz von Derivaten sich für das Land in der Vergangenheit wirtschaftlich gut entwickelt und gerechnet hätte. Wie Sie aber auf diese Zahlen kommen, welche Zinssätze hier galten, welche Zinssätze als Vergleich angenommen wurden, das weisen Sie nicht aus. Und das finde ich a. nicht nachvollziehbar und b. auch wenig transparent. Und Ich sage auch noch meinetwegen dazu etwas, aber erst einmal will ich ein bisschen was dazu erläutern, womit ich mich hier schwerpunktmäßig auseinandersetzen möchte, nämlich das, wo der Schaden durch die Derivatgeschäfte schon bereits jetzt dem Land Hessen entstanden sind. Und da verweise ich auf den 63. Bericht des Landesschuldenausschusses. Demnach hat eine Reihe von sogenannten Forward-Geschäften über Kredite im Volumen von über 1 Milliarde € Mehrkosten von 375 Millionen € verursacht. Und diese Rechnung, die scheint ja auch unstrittig zu sein, so habe ich auch die Darstellung des Finanzministers verstanden. Es geht um Details. Aber 375 Millionen, das ist schon eine ziemlich hohe Versicherungsprämie, meine Damen und Herren. Und die entscheidende Frage ist, kann man diese denn überkompensieren?
über die Laufzeit der Geschäfte. Ist das nur eine Momentaufnahme? Und ich glaube nicht, denn es geht ja hier um ein Geschäft mit Festzinsen. Bei einem Forward, der Kollege Schmidt hat auch schon darauf hingewiesen, gehen Sie einen Vertrag mit einer Bank ein, der einen Zinssatz in der Zukunft garantiert. Die Wette war hier also nicht, dass feste Zinsen günstiger als Variable seien, sondern die Wette war, dass feste Zinsen in 2013 höher sein würden als 2011. Mit anderen Worten, 2013 hätten Sie für 40 Jahre niedrigere Zinsen bekommen. Dieser Schaden ist schon eingetreten. Diese 375 Millionen € sind futsch, aber damit nicht genug. Ich sagte ja bereits, das war nur ein Beispiel, den der Hessische Landesrechnungshof dankenswerterweise errechnet hat, sondern von diesen Geschäften sind ja noch viel mehr gemacht worden. Und dabei haben Sie nicht nur auf die Zinsentwicklung in ein, zwei Jahren spekuliert. Nein, ein Teil der Geschäfte aus dem Jahr 2011 werden erst nächstes Jahr überhaupt anlaufen. Und dabei sind wir denn noch gut dran, denn ursprünglich wollten Sie auf die Zinsen bis 2021 spekulieren. Wir reden von Laufzeiten von 40 Jahren. Und da Sie, Herr Dr. Schäfer, uns die Zahlen über die 2011 abgeschlossenen Forwards nicht im Einzelnen zur Verfügung gestellt haben, haben wir noch einmal in die alten Schuldenberichte geschaut. Dort findet sich z.B. im Bericht von 2011 auf Seite 64 eine repräsentative Auswahl der Forward-Geschäfte. Und wenn man sich diese Zinssätze anschaut und wenn man sie sich vergleicht mit denen zum Zeitpunkt des Anlaufens der Kredite, dann kämen wir schon jetzt auf einen Schaden von weiteren 400 Millionen €. Da sind wir schon bei über 700 Millionen €. Und wenn man das auf die gesamte sogenannte Versicherungs- und Sicherungsstrategie hochrechnet, dann ist man nicht mehr nur bei 375 Millionen €, sondern bei Hunderten Millionen, ja vielleicht sogar im Milliardenbereich. Und deswegen fordere ich hier, weil ich es im Ausschuss verzweifelt getan habe, noch einmal, Herr Finanzminister Schäfer, legen Sie die Geschäfte offen. Und wenn Sie unseren Zahlen nicht glauben, dann sollte es ja für Sie kein Problem sein. Wir wollen und die Öffentlichkeit hat das Recht darauf, diese Geschäfte zu kennen, damit wir wissen, was für ein Verlust dem Lande Hessen durch die Zinsderivate entstanden ist. Kollege Schalauske, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Es bleibt dabei, Sie haben gewettet, und Sie haben leider schon beim Start zum Teil verloren. Möglicherweise ist durch einen Teil dieser Geschäfte bereits jetzt Milliarden in den Sand gesetzt. Ich finde, mit den Geschäften muss Schluss sein. Wir brauchen vollstmögliche Transparenz. Und für die dringend notwendige Aufklärung sollte der Landtag alle Mittel, die er hat, die er zur Verfügung hat, in Erwägung ziehen. DIE LINKE wird das tun in dieser oder dann in der nächsten Legislaturperiode. Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Dr. H.C. Hahn. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich sozusagen vor der Klammer sagen, die Aufklärungsarbeit, so wie sie in den letzten 18 Tagen durchgeführt worden ist, ist zu loben. Wir haben sehr viele Fragen gestellt. Ich gebe zu, man hätte intelligenterweise vielleicht diese Fragenkataloge vorher noch einmal ein bisschen abstimmen können, lieber Kollege Norbert Schmidt. Aber es war halt alles so knapp gewesen, von der Zeit her auch. Hat uns selber dann Mühe gemacht, aber ist halt, wenn man fleißig ist, dann hat man manchmal auch noch mehr Arbeit damit. Alles unstreitig okay. Wir als FDP fühlen uns zum jetzigen Zeitpunkt so informiert, wie man uns offensichtlich informieren kann. Und Dank an alle diejenigen Frauen und Männer, die seit diesem Sonntag dem Welt am Sonntag mit dem Thema beschäftigt waren und sind. Jetzt komme ich zum Punkt 2, und da will ich Sie ein bisschen mitnehmen in meine eigene Verwirrung. Also eigentlich, es geht schneller, trotz unseres Alters, lieber Kollege Grumbach, es geht schneller. Ja? Das sehen andere in meiner Familie anders, aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Jetzt ganz im Ernst.
Wenn man aus dem Rathaus rauskommt, ist man in aller Regel klüger. Jetzt bleibt doch bitte mal ein bisschen ernst. Es geht ja wirklich um viel Geld. Wenn ich jetzt sage, okay, Pech jetzt, dass geringe Zinsen sind, also Tadel an Schäfer, dann müsste ich ja sagen, wir beschließen jetzt im Landtag, die Zinsen gehen hoch, und dann gibt es die goldene Sänfte für Thomas Schäfer. Sie verstehen den damit kommunizierenden Gedankengang. Tja, jetzt denke ich weiter, wieso goldene Sänfte für Thomas Schäfer? Dann hat er zwar bei den Derivaten gewonnen, aber bei 80% der Schulden verloren, weil dann muss er ja höhere Zinsen bezahlen. Wir vergessen das offensichtlich immer, dass es ein Gesamtpaket ist. So, und jetzt können wir, weil wir im Rathaus noch nicht alle Antworten bekommen haben, jetzt können wir, die man auch jetzt vielleicht noch nicht geben kann, deshalb ist es kein Tadel damit verbunden, jetzt können wir uns fragen, wieso eigentlich sind 20% mit Derivaten unterlegt worden? Wieso nicht? Jetzt kann jeder von sich eine Zahl sich ausdenken, Geburtstag seiner Frau, wie auch immer. Nein, es sind 20% gemacht worden. Warum? Darauf haben wir keine Antwort bekommen. Ich glaube, darauf kann man auch keine Antwort geben. Jedenfalls keine fundierte. Man kann eine subjektive Antwort geben. Die haben wir bekommen. Aber wenn wir Steuergeld in die Hand nehmen, dürfen wir dann ausschließlich subjektiv begründete Dinge machen? Also das zeigt ja schon, im Nachhinein ist man immer klüger. Das zeigt ja schon, dass irgendwie die Unsicherheit auch beim Finanzminister und seinen Mannen und Frauen gewesen ist. Wie nutze ich dieses System? Na, ich nutze es halt bei einem Fünftel. Okay. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, und da kommt das zweite Thema. Eigentlich steht in dem Handbuch für liberale Ordnungspolitikerinnen: Benehme dich wie der Markt. Ja, deshalb war ich da so überrascht gewesen, Herr Schalauske, dass Sie das auch gesagt haben. Das hat mich da wieder hat fast schon zweifeln lassen an meiner Ideologie, dass Sie auf einmal dasselbe sagen, wie ich das gedacht habe. Also damit das jeder hier im Raum versteht, wir hatten bei der Anhörung eine Diskussion und Kollege Schalauske war der Erste, glaube ich sogar, der gesagt hat, wieso wollen Sie sich gegen den Markt verhalten? Eigentlich darf das nicht sein. Sondern gerade bei Steuergeldern muss man an den Markt denken. Okay, dann ist das vielleicht die Formulierung, die ich dann später am Telefon von einem leitenden führenden Mitarbeiter der VHU gehört habe, der mir das nämlich als alter Hayek-Schüler genauso erklärt hat, dass man bei Steuergeldern dem Markt folgen soll und nicht meinen sollte, man arbeitet gegen den Markt, macht man ja, sondern dass der Markt es dann schon richten wird, auf alle Fälle er klüger ist als das gesamte Finanzministerium aller deutschen Bundesländer, einschließlich dem Bundesfinanzministerium. Ich trage Ihnen das so ein bisschen holprig vor, weil ich Ihnen damit deutlich machen will, wo die Problemlage ist. Und deshalb verstehen wir nicht, und diese Frage hat der Minister dann ja sehr selbstbewusst beantwortet, nachdem ich sie dann auch sehr fokussiert gestellt habe, warum nicht nach der Marktermittlung, das Wort ist ja auch schon wieder falsch, nach den Prognosen, die manche aus dem Markt gegeben haben, und sei es der EZB-Chef, und sei es die Bundesbank, und sei es die Helaba, dass man dann gesagt hätte, jetzt sind wir genauso klug wie die, und das übernehmen wir. Ich glaube, in 12, ja, ich bin in 12, ja, ich bin in 12. Ich habe gesagt, heute alles okay. Ich bin bei der Grundsatzfrage in 12. Wieso eigentlich hat man, das war doch 2080, wurde in 12-11 entschieden. Es wurde in 2011 entschieden, dass man in diese Derivate hereingeht. Und dann wurde gesagt, der Minister hat es ja so deutlich zu Protokoll gegeben, und da ist auch erstmal nichts Verwerfliches dran. Wir haben alle Menschen, die wir gedacht haben, dass wir die fragen müssen, gefragt, und dann haben wir uns daraus eine eigene Meinung gebildet. Ich glaube, im Nachhinein gesehen wäre es klüger gewesen,
Ich komme vom Rathaus. Im Nachhinein wäre es klüger gewesen, dass man dann noch einmal dieses Fachwissen noch einmal wissenschaftlich fundiert abgesichert hätte. Deshalb haben wir mehrfach nach dem Thema Gutachten gefragt. Und wir wissen ja auch aus anderen Bundesländern, dass die noch einmal ein Gutachten erstellt haben. Ob die nachher eine klügere Entscheidung hatten, ist wieder die Grundsatzfrage. Gehst du gegen den Markt oder gehst du nicht gegen den Markt? Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann so zu tun, als wenn man alles selber weiß, weil man einige vorher gefragt hat, ist in unseren Augen nicht klug gewesen. Auch nicht klug gewesen ist ganz offensichtlich der Zeitpunkt, wann man in den Derivate gegangen ist und die Zeit, wie lange man diese Absicherung vornimmt. Wir haben hier auch einmal ein bisschen nachgeschaut, jetzt weniger in den Berichten, so wie das Kollege Schalauske wohl gemacht hat, sondern eher in anderen Bundesländern. Also die Nordrhein-Westfalen und die Baden-Württemberger kennen dieses System auch. Nur die sind später reingegangen und haben deshalb offensichtlich von dem ganzen Zinsverfall noch profitiert. Also vielleicht waren wir auch zu früh. Wie gesagt, wir kommen vom Rathaus. Im Nachhinein ist man immer klüger. Aber vielleicht hätte das ja auch ergeben, wenn ein Gutachter sich damit beschäftigt hätte, der gesagt hat, okay, ja, das war gerade das Thema. Ich kann mich sehr gut als damaliges Mitglied der Bundesführung der FDP erinnern, das Thema, wie gehen wir denn mit Griechenland um? Was passiert denn da? Wie zieht das denn alles runter oder auch nicht? Aber im Nachhinein unsere Behauptung, andere Bundesländer, die das System auch genutzt haben, sind später eingestiegen mit dem Ergebnis, dass es auf alle Fälle günstiger ist. Und die letzte Frage, die kann man mit Charts beantworten. Mit Charts kann übrigens das Finanzministerium alles beantworten. Aber ob das wirklich eine kluge Antwort ist, 40 Jahre. Ja, ich weiß, der Minister wird jetzt wieder sagen, Herr Kollege Hahn, Sie haben nicht aufgepasst, da gibt es so eine Zinsentwicklung und ab dem 30. Jahr geht die wieder runter. Ja, das wollte ich gerade sagen. Nein, nee, ist alles gut. Aber dann hätten wir auch 50-Jährige nehmen können. Und Sie haben ja bewusst dann entschieden, also das Risiko, also irgendwann ist mal Schluss, würden unsere Kinder sagen dazu. Wir sagen es jetzt anders irgendwie. Aber so, und jetzt, ich will Sie jetzt nicht alle verwirren mit diesen Fragen, aber die müssen gestellt werden. Weil wir haben sie damals alle gemeinsam nicht gestellt. Ich behaupte übrigens auch, wir haben sie damals gar nicht so offengelegt bekommen, sondern wir haben diese Problematik, ich jedenfalls, meine Damen und Herren Ministerpräsidenten, ich stehe dazu, habe die politische Verantwortung mit dabei, ohne Frage. Aber ich bin nicht so tief reingegangen wie in den letzten drei Wochen. Ich bin überhaupt nicht tief reingegangen in den letzten drei Wochen. Wir haben uns da ja mal persönlich darüber unterhalten. Das bleibt unter uns. Aber also, es ist auf alle Fälle eine Sache, die weiterhin Geschmäckle hat. Und ich habe darauf hingewiesen, unsere Hauptangriffspunkte sind, warum 2080, warum zum Großteil Laufzeit von 40 Jahren, warum jetzt im Gänsefüßchen so früh, wäre man später reingegangen, wäre es günstiger gewesen, und warum hat man das alles selbst gewusst und hat nicht einen entsprechenden Gutachterauftrag erteilt. Deshalb ist meine Konklusion, vielen Dank, Herr Präsident des Landesrechnungshofes, Sie haben zugesagt, dass es eine umfangreiche Prüfung bereits gibt. Sie haben in öffentlicher Sitzung, glaube ich, sogar gesagt, dass es aber noch keine Vorlage aus der zuständigen Abteilung gibt. Ich werde nie lernen, wie die Organisationsstrukturen im Rechnungshof sind. Ich will es auch nicht mehr so wirklich lernen. Aber jedenfalls in der Abteilung noch nicht vorliegt, sodass man noch nichts vorlegen kann. Aber ich erwarte mir viel von Ihrem Bericht. Ich erwarte mir, dass Sie diese Fragen auch tatsächlich bis in die Tiefe beantworten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, das Thema ist noch nicht durch. Aber wir sind nicht diejenigen, die jetzt hier sagen, du, was du da damals gemacht hast, ist alles Mist. Aber wir würden gerne im Nachhinein wissen, warum die und die Entscheidung so getroffen worden ist. Denn eines ist klar, derzeit verdient der Steuerzahler des Landes Hessen an diesem Geschäft nicht. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Kaufmann, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Also, ich muss jetzt ehrlicherweise feststellen, ich bin doch ein bisschen verwirrt, auch ob der Rede des Kollegen Hahn.
Ich will zuvor einfügen, das soll keine Entschuldigung sein, sondern einfach nur, damit Sie es richtig einordnen können. Wir GRÜNE waren zum Zeitpunkt 2011 an der Regierung und damit an einer Entscheidung jedweder Art nicht beteiligt. Wir GRÜNE waren letztendlich aufgrund unserer Aktivität nach der Gesetzesnovelle 2012 mit beratender Stimme mit im Landesschuldenausschuss vertreten. Das war sogar ich selber. Insoweit habe ich das mitgekriegt. Und, verehrter Kollege Hahn, ich will mal so sagen, das kam beim Kollegen Schmidt noch deutlicher heraus. Also, ich kann mich nur dann darüber beschweren, dass ich möglicherweise Transparenz vermisse oder nicht hinreichend informiert bin, wenn ich meinerseits auch weiß, dass Information nicht nur eine Bring-, sondern auch eine Hohlschuld ist. Und wenn ich die Erinnerung mich nicht völlig täuscht über die diversen Sitzungen des Landesschuldenausschusses, da war das, was hier heute Thema ist, auch des Öfteren Thema, eigentlich in jedem Jahr. Und es gab am Ende keine unbeantworteten Fragen in dieser Sitzung. Das heißt, wir müssen es uns dann alle, wenn wir Defizite zu einem späteren Zeitpunkt feststellen, müssten es uns auch selber sozusagen ankreiden. Ich selber stelle keine Defizite fest in dem Sinne, wie ich meine, dass man es richtigerweise beurteilen müsste. Und wir haben, glaube ich, zumindest bitte ich das, Sie mal darüber nachzudenken, uns von der Welt vom vorletzten oder drei Wochen her mag sein, Sonntag auch ein Stück weit in die Irre schicken lassen. Denn meine, die politische Frage, warum ausgerechnet die Welt mit diesem Thema in der Form aufmacht, die wäre noch einmal ganz interessant zu diskutieren, weil diejenigen, die davon jetzt Honig saugen wollen, sind bisher nicht die Klientel der Welt gewesen. Aber das stehe mal dahin. Nur der Vorwurf zu zocken und dann letztendlich zwischen den Zeilen genau das zu verlangen, ist irgendwie, ja, gelinde gesagt, Irrsinn. Also wenn alle Vorwürfe in die Richtung gehen, man hätte es nicht machen sollen, sondern man hätte sich stärker, ich glaube, ich habe es im Ausschuss gesagt, stellen Sie sich einmal vor, man würde sozusagen den gesamten Kreditbedarf des Landes über Tagesgeld sozusagen machen. Das wird jeder sofort sagen, das geht nicht, weil das Risiko dann, also die Volatilität dieses Marktes ist Ihnen völlig klar. Also braucht man längerfristige Perspektiven. Wir nennen das auch Planbarkeit. Und deswegen ist der Umgang mit diesen Kreditmarktaspekten richtig. Und wenn der Kollege Hahn sagt, man müsse am Markt bleiben, dann sage ich, Derivate gehören zum Finanzmarkt genau dazu wie Kreditzinsen. Die werden mindestens auch genauso gehandelt. Und insoweit ist der Gesamtkomplex nämlich nicht die Frage, wie kann man das eigene Ergebnis möglichst optimieren, aus meiner Sicht, sondern die Frage ist, wie kann ich eine stabile, planbare Finanzwirtschaft jetzt hier für die öffentliche Hand Land Hessen herstellen. Und deswegen ist das, was Sie bisher betrachtet haben, das kann man gehört dazu, aber ist doch keineswegs alles. Allein ein schlichter Blick, was wir im Landesschuldenausschuss auch immer getan haben, nämlich über die Fälligkeiten der bestehenden Kredite in den einzelnen Jahren, sagt natürlich auch viel über die Frage aus, in welcher Weise kommen zusätzliche Verpflichtungen auf mich zu und wie kann ich mich da sozusagen im Sinne einer stabilen Weiterentwicklung möglichst darauf einstellen. Ich will mal, es mag Sie verwundern, ein Beispiel nehmen, das aus einer völlig anderen Welt kommt und einige jetzt zum Kopfschütteln bringen wird. Ich rede von den Airlines. Die haben nämlich, es geht mir um den Punkt, da, wo ich Bedarf voraussehe, muss ich sozusagen Sicherungsgeschäfte tätigen. Die Airlines haben mit ihrem größten Bedarf an Kerosin, das wissen wir. Also machen die Sicherungsgeschäfte, sozusagen Warenterminmarkt oder wie auch immer, da gibt es auch Derivate und. Um sich den sozusagen, und zwar warum? Nicht um das Minimum nur zu bezahlen, sondern um stabil, weil sie ihre Preise auch entsprechend absichern wollen, das machen. Das ist analog genau dasselbe, wie wenn ein Finanzwirtschaftsunternehmen, wie das Finanzministerium in dem Sinne ist, wenn es sagt, ich muss auf lange Sicht, weil ich weiß, mit meinen über 40 Milliarden Euro Schulden, brauche ich Anschlussfinanzierung, weil die kriege ich nicht so schnell weg, das sind wir uns einig. Deswegen muss ich genau so etwas machen. Und genau das ist geschehen.
Deswegen habe ich im Ausschuss, und das möchte ich auch hier noch einmal klarstellen, wir haben nach den Berichten und nach dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben und im Ausschuss kürzlich dann erleben konnten, festzustellen, die Liquiditätsversorgung Hessens ist hochprofessionell gemanagt. Deswegen sollte man dafür auch dankbar sein und Lob aussprechen. Der Herr Soll ist nicht da, der als Pensionär uns ja noch einmal auch zu Fragen zur Verfügung stand. Das ist ja der nette, das ist immer der frühere Gag gewesen, dass derjenige, der im Finanzministerium die Schulden verwaltet hat, den schönen Namen Soll geführt hatte. Das, wie gesagt, hat uns immer zum Lächeln gebracht. Das ist jetzt eine scherzhafte Anmerkung, aber fürs Haben, verehrter Kollege Hahn, ist, glaube ich, eher die Haushaltsabteilung zuständig als Ganzes. Deswegen will ich auf die Eingangsbemerkung vom Kollegen Schmidt auch noch einmal zurückkommen, der gesagt hat, in einer Abteilung müsse er über die Höhe der Schulden reden. Die ist hoch, die ist von uns in der Vergangenheit immer kritisiert worden, die Gesamtschuldenhöhe, jetzt gute 40 Milliarden €. Aber ich möchte dann schon, gerade aus grüner Sicht, die sich ja immer auch in der Vergangenheit gegen das Schuldenmachen ausgesprochen hat, deutlich unterstreichen an dieser Stelle, wir haben da ganz eindeutig jetzt in der schwarz-grünen Koalition die Wende hingekriegt. Und das, was uns auch von der schreibenden Zunft kaum einer zugetraut hätte, in sehr rascher Geschwindigkeit die Schuldenbremsvorgaben schon vorzeitig eingehalten und es dafür gesorgt, dass wir nicht nur weitere Kreditfinanzierung an Neukrediten nicht benötigen, sondern dass wir sogar anfangen konnten, Schulden zurückzubezahlen und das planmäßig auch weiter fortsetzen wollen. Insoweit muss man das an dieser Stelle denn auch noch einmal feststellen. Ich will jetzt noch auf den Kollegen Schalauske eingehen, der sich mit der Frage auseinandersetzt, ob Derivate eine Versicherung oder eine Wette sind. Ehrlich gesagt ist mir die Terminologie völlig egal. Die Derivate dienen auf jeden Fall dazu, das ist, denke ich, klar geworden, innerhalb des Finanzmarktes dafür zu sorgen, dass man seine Planbarkeit für längere Zeiten auch tatsächlich einhalten kann. Und insoweit halte ich spekulativ auch nicht unbedingt für einen Vorwurf. Ich finde auch, verehrter Kollege Schalauske, nehmen Sie es mir nicht übel. Aber Sie vertreten doch die politische Linie, gegen die Schuldenbremse gewesen zu sein. Und was heißt, Sie wären eher dafür, dass das Land noch stärker verschuldet ist. Dann müsste Sie das Problem der Planbarkeit der Finanzierung doch noch stärker drücken als diejenigen, die sich jetzt um die Reduzierung der Schulden erfolgreich bemüht haben. Das ist nicht so ganz einsichtig. Und noch zu dem Teilaspekt des einseitigen Kündigungsrechts, was da moniert worden ist. Also, wir haben dabei ein Geschäft gemacht. Das ist ganz eindeutig. Wir haben dabei ein Geschäft gemacht. Ja, das kann man ja schon absehen. Weil die Kündigung wird nicht eintreten. Und insoweit haben wir, auch wenn Sie sagen, da wird nicht eintreten, weil die Zinsen im Augenblick so niedrig sind, die seitens der Bank, dafür haben wir aber in der Zeit Geld kassiert. Also insoweit muss man sich halt immer ein bisschen genauer angucken, als dass man so einfach darüber hinweggeht. Für mich und für uns ist, denke ich, entscheidend, dass hier sauber gearbeitet worden ist, dass nichts verhüllt worden ist, dass wir sicherlich vielleicht aus dieser Geschichte gelernt haben. Und insoweit kann man der Welt dann auch ein bisschen dankbar sein, dass sie mit ihrer völlig überzogenen, nein, völlig falschen, über mehrere Zeitungsseiten verbreiteten Behauptung uns sozusagen noch einmal dahingestoßen hat, man müsste noch einmal genauer hingucken. Wobei ich Ihnen ehrlicherweise sagen will, die Genauigkeit des Hinguckens hat auch seine vernünftigerweise gestellten Grenzen. Weil wir sind hier nicht eine Bankabteilung. Das sollten wir auch nicht sein wollen. Und dann, dafür gibt es die Fachleute, auch den verschiedenen. Und da muss man in der Tat dann den und den verschiedenen Aspekten auch sozusagen zu etwas zutrauen. Und, verehrter Kollege Hahn, ein weiteres Gutachten, da bin ich fest von überzeugt, hätte keinen weiteren Erkenntnisgewinn gebracht, weil natürlich der Markt ja genauso war und dass die Marktteilnehmer gesagt haben, nach dem Motto, sichere jetzt langfristig ab. Das hätte der Gutachter wie alle anderen ebenso gesagt. Dann hätte man es gemacht und dann wäre hinterher gesagt, aber jetzt sind wir klüger.
diese sozusagen hinterher klüger sein zu wollen Attitüde gefällt mir dabei überhaupt nicht. Ich finde es auch die falsche Brille, mit der man das beklagt. Insoweit komme ich nicht vom Rathaus, sondern gehe immer gern dahin und jetzt weg von diesem Pult. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Schäfer. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich beginne mit einer für das Haus hoffentlich guten Nachricht. Ich werde meinen Bericht aus dem Haushaltsausschuss hier nicht vollständig wiederholen. Ich hätte mit etwas breiteren Ovationen gerechnet, aber das sei es an der Stelle. Das kann durchaus sein. Ja, wenn Herr Schalauske schon gestern bei viel harmloseren Themen blutige Kängurus bemüht, dann weiß ich nicht, was er heute, wenn ich das hier gemacht hätte, getan hätte. Eine zweite Vorbemerkung gestatten Sie mir aber noch. Herr Kollege Dr. Arnold hat eben seine Erwartung entsprechend letzte Rede hier im Hause gehalten. Ich hoffe, dass mir das auf meine Redezeit jetzt nicht vollständig angerechnet wird. Ich will die Gelegenheit nutzen, mich bei ihm auch persönlich sehr herzlich zu bedanken, nicht nur für die freundschaftlich-kollegiale Zusammenarbeit in der Form des Ministers mit einem der Sprecher im Hause, sondern ich verrate Ihnen möglicherweise ein Geheimnis. Ohne ihn wäre ich niemals Finanzminister geworden. Es gab nämlich einen Abend, als wir uns zum Abendessen getroffen haben und er mir mitgeteilt hat, dass er sich erstens entschlossen hat, das Amt des Finanzstaatssekretärs aufgeben zu wollen und wieder in den Landtag wechseln wollen. Und dann hat er mir keine Chance gelassen. Er hat gesagt, du, ich habe dem Karl-Heinz gesagt, nimm doch den Thomas Schäfer, dann läuft das alles so weiter. So, diesem Schicksal bin ich dann am Ende erlegen. Und insofern, lieber Walter, auch an dieser Stelle herzlichen Dank dafür, dass du mich auch vorher nicht gefragt hast. Lassen Sie mich eine zweite Vorbemerkung machen, der Sache wieder etwas näher kommt. Wenn Sie an einem Sonntag die Zeitung aufschlagen und kriegen auf einer ganzen Seite Nachrichten, mit denen Sie erstens nicht gerechnet haben, zweitens aber dann sozusagen in das Licht zur Übersicht nicht fähigen Provinztrottels bescheinigt, dann macht das das Frühstück etwas unangenehm. Ich sage aber offen, das ist für einen Minister in der Dienstaufwandsentschädigung als Schmerzensgeld enthalten. Strich drunter. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, in dem Artikel wurde ja nicht nur versucht, den Minister in Misskredit zu bringen. Wie gesagt, damit muss ein Minister leben. Aber vor allem auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dies vorbereitet haben. Und die Kolleginnen und Kollegen, die ich zum Teil seit über 10 Jahren kenne, wo ich weiß, dass deren Persönlichkeitsstruktur, deren Qualifikation, deren Handeln das genaue Gegenteil von Wetten, Zocken und Ähnlichem beinhalten. Sonst könnten die mit ihrem Qualifikationsprofil an anderen Stellen in dieser Volkswirtschaft sehr, sehr viel mehr für ihre private Vermögensbildung tun, als sie das unter den Bedingungen des öffentlichen Dienstes tun, meine Damen und Herren. Und deshalb bedanke ich mich auch bei den Kolleginnen und Kollegen des Rechnungshofes für ihre hervorragende Arbeit in der Begleitung und der Prüfung unseres Schuldenmanagements. Aber ich nutze die Gelegenheit, hier vom Pult mich einmal bei meinen zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu bedanken. Das war unwürdig, was ihr ertragen musstet. Aber ihr habt eine hervorragende Arbeit geleistet, vor 10 Jahren und heute, meine sehr verehrten Damen und Herren. Komme ich nicht umhin, einige Hinweise zu geben zu den zugrunde liegenden Sachverhalten. Und das bitte ich wiederum um Nachsicht, auch um diese Uhrzeit, ich Sie noch mit ein paar Zahlen belämmern muss. Wir haben ja im Haushaltsausschuss ausführlich dargestellt, dass wir im Moment eine Durchschnittsverzinsung unseres gesamten Schuldenportfolios einschließlich der abgeschlossenen Zinssicherungsgeschäfte von 2,36 % haben. Wenn wir die wegnehmen, hätten wir eine Durchschnittsverzinsung aktuell von 2,16 %. Diese 0,2 % auf die Gesamtverschuldung sind letztlich
oder 20 Basispunkte, je nachdem, wie Sie es ausdrücken wollen, ist diese Zinssicherungs- oder Versicherungs-, wie auch immer, Prämie, die wir dafür zahlen, dass wir 20% unserer Schulden gesichert haben. Das ist präzise ausgewiesen, wie im Übrigen. Ich glaube, wir sind das Bundesland mit der transparentesten Darlegung unserer Verbindlichkeiten bundesweit, weil wir nicht nur die jährlichen Schuldenberichte haben. Ich gehe davon aus, dass wir die anderen Bundesländer in ähnlicher Form auch haben. Aber den transparenten Ausweis im Rahmen unserer kaufmännischen Bilanz, wo einschließlich der Drohverlust, Rückstellung für Teilelemente dieser Geschichte alles Jahr für Jahr transparent dargestellt worden sind. Es gibt kein Bundesland neben Hessen, das so transparent mit seinen Finanzen umgeht wie Hessen, meine Damen und Herren. Und darauf lege ich Wert, auf diese Feststellung. Und dass es trotzdem sein kann, dass auch diese Transparenz im Nachhinein immer noch nicht ausreichend ist. Lassen Sie uns am Ende dieser Legislaturperiode, ich habe es im Ausschuss gesagt, zu Beginn der neuen darüber reden, wie das gegenüber den Gremien des Landtages, gerne auch im großen Rund, aber vielleicht im Haushaltsausschuss oder im Schuldenausschuss, wie auch immer, noch intensiver diese Fragen erörtern. Ich hatte Ihnen berichtet, dass das SAFE im House of Finance mir angeboten hat, auch in einer wissenschaftlichen Form diesen Prozess zu begleiten, Hinweise zu geben, Sie alle gemeinsam auf den Stand der wissenschaftlichen Diskussion zur Frage der Haushaltsfinanzierung mitzunehmen, habe das Angebot weitergegeben, und am Ende muss das Haus entscheiden, wie sie es damit am Ende umgeht. Ich glaube, das ist eine Lehre, die wir gemeinsam ziehen können. Man kann nie kompliziert genug denken, wie möglicherweise auch einseitige öffentliche Informationen dann auch falsche Diskussionen oder zumindest überprüfenswerte Diskussionen auslösen können. Zur Sache. Sie haben die Frage gestellt, Herr Kollege Schmidt, zu Recht gestellt, hätte es nicht andere günstigere Möglichkeiten gegeben, den gleichen Sicherungseffekt zu erzielen durch andere Instrumente. Wir haben jetzt einmal am Beispiel dieses ersten Swaps, also in 2011 abgeschlossen, mit Laufzeitbeginn 13, also ein Vorwort von 2 Jahren. Der Swap hat uns mit einer Kondition von 3,63% eingedeckt. Wenn wir ein Vorwortdarlehen aufgenommen hätten damals, hätten wir 3,71 zahlen müssen auf 40 Jahre. Das wären pro Jahr 800.000 € mehr, in der Systematik dieser vermeintlichen Schadensberechnung 32 Millionen € mehr auf 40 Jahre gerechnet. Hätten wir ein Vorwortdarlehen, Stichwort Laufzeit, aufgenommen von 10 Jahren, hätten wir 3,98 bezahlt statt 3,63. Das wären 5,6 Millionen per anno mehr gewesen oder 56 Millionen in 10 Jahren. Gesundheit. Oder der berühmte Zinscap, soweit wir die damaligen Konditionen sozusagen wiederherstellen konnten anhand der Archive, wäre der, um auf 3,7 abzusichern, also auf dem glatten Zehner, ein bisschen höher als die 3,63, wären pro Jahr 10,6 Millionen € fällig gewesen. Wir zahlen für den Swap bei 3,63, also 7 Basispunkte niedriger, 9,4 Millionen € pro Jahr. Das heißt, der Mehrbetrag wäre 1,2 Millionen € jährlich. Jetzt wieder auf die 40 Jahre, ich sage unzulässigerweise hochgerechnet, aber da es ja gern gewünscht wird, wäre das 48 Millionen € teurer gewesen. Das heißt, wir haben unter den verschiedenen zur Wahl stehenden Mechanismen den niedrigsten Kostensatz zum Erreichen des Sicherungszieles ausgewählt. Ich glaube, das sollten wir als Basis unserer Gesprächsgrundlage an der Stelle auch gemeinschaftlich festhalten. So, und jetzt ist die Frage, was heißt denn das auf die lange Sicht? Da sage ich Ihnen, ich kann das auf die lange Sicht nicht beurteilen, weil die weitere Zinsentwicklung weder damals noch heute jemand prognostizieren kann, sodass man sich jeweils in der Einschätzung der Frage, was das bedeutet, mit Szenarien beschäftigen muss. Und diese Szenarien hatten wir Ihnen ja im Haushaltsausschuss, Frau Präsidentin, Sie gestatten, dass ich diese Grafik dort auch noch einmal dem Hohen Hause zeige, versucht, mit diesen Szenarien deutlich zu machen, wo es sein kann. Ich übersetze das jetzt einmal für die Tonspur. Unterstellt ab dem Jahr 2020 würden die Zinsen um 1% steigen und dann kontinuierlich auf diesem Niveau bleiben, würden wir ab dem Jahr 2025, 2026 trotz dieser Versicherungsprämie auf die Gewinnerseite wechseln. Ab dem Jahr 2025, 2026, irgendwann da, würden wir sozusagen trotz der Versicherungsprämie
durch die ersparten Zinsen auf unser Gesamtportfolio das überkompensieren. Vom Jahr 2026 bis zum Ende der Laufzeit sind noch ein paar Jahre übrig, sodass ein beträchtlicher Gewinn daraus entstehen wird. 1% Zinssteigerung im Schnitt der Jahre ist jedenfalls ein Szenario, ich glaube, auch da sind wir uns einig, wo wir jedenfalls relativ sicher davon ausgehen können, dass es innerhalb von Erwartungsmöglichkeiten ist. Wenn wir nur 2% unterstellen, sind wir bereits im Jahre 2023 an diesem Punkt, wo es kippt, hin zu einer positiven Betrachtung. Wiederum dann mit fast 40 Jahren weiterer Laufzeit, sodass an der Stelle der Gewinn deutlich höher sein würde. Sinken die Zinsen um ein weiteres 1%, also 40 Jahre lang deutliche Negativzinsen, ja, dann wären wir ohne die Derivate besser gefahren. Dann sind wahrscheinlich die Schätzungen von Herrn Schalauske für die Versicherungsprämie berechtigt. Aber dann würden wir, selbst wenn wir die 40 Milliarden Schulden aufrechterhalten würden, also keine einzige Tilgung machen, dann würden wir statt 1 Milliarde Zinszahlungen jedes Jahr ab dem Jahr 2029 nur noch 500 Millionen zahlen. Da sage ich Ihnen ganz offen, wenn ich jedes Jahr 500 Millionen weniger Gesamtzinsbelastung hätte, dann zahle ich die Versicherungsprämie im zweistelligen Millionenbereich, aber gerne in der Gegenbewegung. Herr Staatsminister, also deshalb, ja, ich darf an die Redezeit. Dürfen Sie gerne. Ich bin auch gleich fertig, obwohl ich, wie gesagt, noch wesentliche Teile meines Haushaltsausschussberichts gerne vortragen könnte, worauf ich gerne verzichte. Lassen Sie mich zum Schluss eine Bemerkung machen. Ich bin ausnehmend dankbar dafür, dass trotz aller sachlichen Unterschiede in dieser Fragestellung und durchaus Punkte, die wir diskutieren können, keine Frage, wir heute eine Debatte hier geführt haben, die der Sache sehr, sehr angemessen ist. Ich glaube, das nehmen auch die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so wahr. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Debatte zu Drucksache 19 abgeschlossen. Und wir nehmen den Bericht des Landesschuldenausschusses zur Kenntnis.